Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rusty Rusty Rust. Heute, wir haben Donnerstag, kurz vor 18 Uhr. Joa, ihr hört, Heli ist mal wieder on the air. Ich habe mich gerade eingeloggt und will euch mal eben zeigen, was so in der Zwischenzeit passiert ist. Und dann werden wir so 2, 3, 4 Folgen aufnehmen. Gut, zuerst mal die Geschichte war ein Airdrop. Werde ich den Scheiß da endlich mal rausnehmen. Das die ganze Zeit liegen lassen, um es euch mal zu zeigen. Der stand halt direkt vor meinem Eingang hier. Beziehungsweise ist runtergekommen. Ich hatte mich gewundert, ich hatte einen Scientist in meinem Component, der mich auf einmal beschossen hat. Ja. Lag halt daran, dass der Airdrop genau vor meiner Eingangstür runtergekommen ist. Ja, ihr seht, SMG, sehr nice, habe ich Bock drauf auf jeden Fall. Und Explore Moon ist auch nice. Ansonsten habe ich einen Python gefunden gestern im Güterbahnhof, genauso wie zwei halbautomatische Pistolen. Und ihr seht, wir haben noch ein Airdrop-Signal liegen, was wir jetzt gleich direkt droppen werden. Bad Picke, ja, Rückstoßverstärker wäre schön gewesen, wo wir die Thompson hatten. Jetzt ist er ein bisschen hinfällig. Taucherbrille und so weiter. Wir können eigentlich mal eben fix was leeren. Ihr seht, ich habe wieder ein bisschen Scrappy liegen. Und dann habe ich gleich wieder ein bisschen mehr Platz in den Kisten. Muss ich nochmal eben gucken, wo ich ihn hingeballert habe. Hier ist überall Chaos, Leute. Ihr seht, da ist auch noch eine Taucherausrüstung drin, die da gar nicht reingehört. Ja, das Visier. Weiß ich gar nicht, ob ich euch das schon gesagt habe. Habe ich jetzt mittlerweile dreimal gefunden von Scientist. Habe ich auch schon gelernt. Alter Belly. Da ist das. Ha. Ha. Ach so. Ja. Heute. Mitdenken, Freude schenken, ne? Jetzt habe ich natürlich die Double Belly drin. So. Hier ist doch der Kram. Können wir ihn auch gleich hier hinstellen. Passt schon. Explore Moon definitiv. Definitiv SMG. Auch wenn ich eigentlich eine MP5 habe. Ich mag sie einfach. Python werde ich auch aus Prinzip lernen. Halbautomatische Pistole. Ja, ich muss mal gucken, was Scrap sagt. Da könnten wir auch mal gucken. Ja. Das ist schon mal nice. Python definitiv. Ewig lang nicht mehr gespielt. Habe ich definitiv mal Bock drauf. Und so Python SMG ist auch eine ganz gute Kombo, wenn man nicht ein halbautomatisches Gewehr nehmen möchte. Bad, ja. Kann ich auf jeden Fall 1, 2, 3 Spawnpunkte mit Bett machen auch, dass wir schneller spawnen können. So, SMG, kostet ja auch 125 oder was? Aber automatische Pistole. Kostet halt gar nichts, ne? Und wenn man einfach nur farmen geht oder so, kann man sowas eventuell mal mitnehmen. Ja, das lernen wir. Eispickel kostet schon auch 125. Ja, Leute, jetzt mal ernst, was sind 125 Scrap? Also komm, scheiß drauf. Weil ich habe eine liegen, die kann ich dann sogar noch reparieren. Und wie gesagt, die kostet halt nichts. Die kostet ein halbautomatisches Waffenteil. Ich glaube noch nicht mal eine Feder, nur ein bisschen Haiku. Das war's, oder? Ist da irgendwas geändert worden? Nee, ihr seht's, also, ja. Das ist ein Geschenk als Waffe, also von der Ressourcen her. So. Und wie gesagt, man kann sich damit wehren. Ist jetzt nicht mega, ja? Man kann sich aber damit wehren. Und wenn man so farmen geht oder sowas, oder wenn man eine Waffe mitnehmen will, die man eventuell wegschmeißt oder so.
Macht das schon Sinn? Ich meine, wir könnten das Ding jetzt vielleicht. Kostet auch 125, oder? Ich lern's. Scheiß drauf. Man könnte es eventuell auf einer Pistol machen. Naja, komm. Wir haben den Scrap liegen, was soll's. Gut. Jetzt habe ich aber alles. Flammenwerfer hätte ich noch. Aber Flammenwerfer leeren. Sehe ich also. Ehrlich gesagt, keine. Keine Notwendigkeit drin. Ja, hier. Feuergeschütz könnten wir vielleicht noch lernen. Shotgun Trap habe ich zwei. Ja, also ich meine, jetzt haben wir ja eh, gibt es ja eh schon diese Dinger hier. Ja, da kannst du ja eh alles reinmachen. Da kannst du ja auch, wenn du willst, eine Double Barrel reinmachen. Also von daher. Das lerne ich aus auf 75. Komm, gönnen wir uns noch. Ein bisschen Muni habe ich mal gecraftet, wie ihr seht. Wird das mal. Obwohl, das packen wir in die Dingenskiste, das passt schon. Ja, wie gesagt, ist nicht meins, dieses Shotgun-Trap. Mit den neuen Geschützen, das finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Jetzt rufen wir mal eben einen Airdrop, dann zeige ich euch. Ihr seht schon, ich habe hier noch ein Türmchen hochgezogen. Mach den mal einigermaßen mittig. Da hier in unserem Komponentenfeld, hoffe ich. Oh, schönes. Gucken wir mal, Brumsi Bumsi heute Gas gegeben hat. 135 waren drin. 133. Oh, haben wir auf jeden Fall wieder einen abgeschossen. Naja, selbst schuld, wer hier über meinen Dingen fliegt. Obwohl, er hat nur zweimal geschossen. Juti. Bin gerade am Überlegen, was ich euch jetzt hier schon gezeigt hatte und was nicht. Ich denke, wir gehen, machen nochmal eben fix eine große Runde. Und ich muss unbedingt mal hier die Tower fertigstellen. Was wir auch in dieser Aufnahmesession machen werden. Damit ich endlich mal, wenn mir das auf den Sack geht, den scheiß Heli machen kann. So, da packe ich hier rein, dann nehme ich irgendwas mit zum Scrappen. Jetzt renne ich hier noch mit dem Flammenwerfer durch die Gegend. Aber er doch braucht ja eh noch ein bisschen. Ich hoffe, der Heli fliegt jetzt raus. Na, pack jetzt erstmal hier rein. Ich weiß auch gar nicht, warum hier das Zeug drin ist. Eigentlich ist das mal eine Kohlekiste. Ja, und ihr seht, kistenmäßig wird es jetzt auch echt langsam. Langsam eng. Eigentlich wollte ich mit euch noch eine Farmrunde drehen. Was heißt eigentlich? Das machen wir jetzt gleich auch. Ich habe so viel gefarmt, wie ihr seht, immer ohne euch. Ich nehme euch jetzt gleich einmal mit zu meinem Farmspot. Einfach um euch da auch nochmal was zu zeigen. Ich habe da schon mal eine kleine Starterbutze hingestellt. Vielleicht nehmen wir ein Gearset mit, was wir da schon mal reinpacken können. So, hier, die scheint weg zu sein. Dann machen wir auch. Ich hoffe, da liegt nochmal so viel rum, wie gestern rumgelegen hat. Ja, der braucht ein bisschen, dann können wir uns das schon mal zusammenstellen. Ich werde auf jeden Fall 3 Suities mitnehmen. Also es geht um Militärtunnel, Leute. So viel kann ich ja schon mal sagen. Ich will jetzt mein Inventar nicht zu voll ballern, weil ich gleich noch den Airdrop looten muss. SMG habe ich gelernt. Dann baue ich eben ein paar SMGs, weil SMG ist auf jeden Fall so die Waffe der Wahl für mich für Militärtunnel. Mit irgendeiner Lone Range halt dabei. Ja, wir können ruhig 5 Stück machen, also. Problem ist so ein bisschen Federn. Jetzt muss ich mal eben gucken. Noch ein Python braucht bestimmt auch eine Feder. Eine. Das Schöne ist halt, wenn ich SMG und Python mache,
Brauche ich nur eine Muni-Art. Anstatt wie im halbautomatischen Gewehr noch, noch extra Muni mitzunehmen, ist so. Können wir uns mal angucken. Ansonsten. Ich habe natürlich gestern die ganzen Rohre verballert. Aber Rohre habe ich noch, scheitert es echt an den Federn, ne? Gut. Das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt machen wir noch eben. Jetzt gucken wir eben, dass der gute Airdrop fällt. Nicht, dass wir noch raus müssen. Sieht einigermaßen stabil aus. Dann laden wir eben alles. Eine lasse ich mir hier. Wo ich das zwei hier. Und auf jeden Fall ein Python. Dann haben wir drei Stück, drei Suits. Muni brauche ich drei. 4, 5 Stacks. Ja, und ihr seht, das wäre dann jetzt schon gleich ärgerlich. Wenn wir sterben sollten. Hab ich echt eins. Nee, da. Ja, Eisen seht ihr, haben wir auch liegen für den Heli Tower. Der ist jetzt auch gleich unten. Und den Rest der Inventar packe ich natürlich mit Spritzen voll. Ja, hier ist jetzt nichts Wildes, ja. Ich habe hier einfach mal so ein kleinen Turm gemacht, einfach, dass ich ein bisschen was sehe. Nichts Wildes. Und hier geht es nochmal eine Etage höher. Hier Kisten, dass wir auch runter gucken können oder dass wir auch hier so drauf gehen können. Bisschen einfacher. Ansonsten hier zwei Dachluken noch. Einfach mit dem Hinblick beim Online-Raid. Ja. Okay, die Kisten stehen scheiße, ich muss sie wieder wegnehmen. Kann ich halt hier aus einer ganz guten Deckung heraus in meinen Hof gucken und mich verteidigen. Hier müssen überall noch Gearsets hin, hier müssen über Betten hin, Schlafsäcke, logisch. Das ist nur schon mal so der Rohbau. Großtüren mache ich da nicht rein. Wir müssen dann, wie gesagt, das ist echt nur so ein Spawnpunkt dann für mich. Ja, der ist ja wenigstens mal vollgepackt. Oh, eine AK. Nice, die habe ich jetzt erst gesehen. Ich wollte gerade sagen, das ist ja wieder ein Airdrop des Grauens. Aber AK ist natürlich fett. Brustpanzer, ja. Nice. Nice, Leute. Schön mit Aufnahme, das ist auch gut. Weil AK, hätte ich AK so gelootet, wäre schon ärgerlich gewesen. Ich bin jetzt nicht der AK-Schütze, ja. Aber AK brauche ich natürlich, um Heli zu machen, Leute. Deswegen freue ich mich gerade so. Weil dann muss ich mir keine LRs kaufen gehen. Die ich dann, ja, eine kostet 500, das ist halt. So kann ich AKs bauen. Klar, ich brauche Federn. Nice. Also du, glückmäßig können wir uns echt nicht beschweren. Das war das erste Airdrop-Signal. Und der erste Airdrop, den ich gerufen habe. Ja, eine Double Barrel ist immer bei. Nice.
Nice, nice, nice. Ganz so viel fehlt uns jetzt nicht mehr, was wir brauchen. C4 noch, Rocket, aber Rocket kriegen wir halt nur vom Heli wahrscheinlich. Und ansonsten Militärtunnel halt, ne? Taucherzeug, ja, hebe ich erstmal auf, ich weiß noch nicht. Pack jetzt erstmal da rein. Ich mache mal hier noch so. Brauche ein bisschen Muni, die ich noch mitnehme für mich. Jackie. Ich überlege gerade, ob ich noch einen zweiten. Ich nehme auf jeden Fall noch so einen blauen mit. Nimm dann hier noch den Jackie mit. Nimm vorne noch eine kleine Werkbank mit. Und jetzt brauche ich noch eine Waffe, wenn ich mal farmen gehe. Können wir noch ein halbautomatisches Gewehr mitnehmen. Ja, ihr seht, da wird schon knapp, von wegen Spritzen, die ich noch mitnehmen wollte. Eigentlich wollte ich auch noch ein bisschen Brennstoffe mitnehmen. Da hört es dann schon ganz auf. Warte mal. So. Juti! Jetzt heißt es hoffen, dass wir durchkommen. Weil. Ja, ist jetzt nicht mega. Mega viel oder mega wertvoll. Ach, eine Werkbank. Aber es wäre halt schon ärgerlich, das zu verlieren. Aber wieder, das ist nur so ein Just for Fun-Ding hier, ne? Und natürlich unter der Prämisse, dass wir uns ein bisschen besser verteidigen können. Ja, gut, dann muss ich einen Stack Moon hier lassen. Ich überlege gerade, nehme ich eine Zweier-Werkbank mit? Ich nehme eine Zweier mit. Warum? Weil ich da Spritze machen kann. Und wenn ich Militärtunnel machen will, sterben sollte. Waffen kann ich dann auch herstellen. Ich wollte gerade sagen, reiten oder fahren wir Boot? Nur so eine Nussschale hier. Wir fahren Boot. Wir fahren auf dem Hinweg kann ich eh nicht. Ja, und ihr seht hier völlige Eskalation. Ich weiß nicht, ob das hier auch zum Chios gehört. In diesem Felsenbase mit dem Ding da oben drauf. Ich glaube eher nicht. Weil ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, wir hätten da mal vor beiden vorgeschossen und es wären unterschiedliche Rageschutz drauf gewesen. Ich weiß es aber nicht. Kann auch sein, dass das alles ihm gehört. Und er hier völlig eskaliert. Wir werden es sehen. Guck mal, hier liege ich sogar auch mal ein bisschen was rum. An Notes. Da sehe ich schon 4 Stück. Unser Ziel. Militärtunnel. Hier irgendwo müsste meine Butze stehen in etwa. Steinbruch ist. War gestern voll Ressourcen. Also da lagen bestimmt 25, 30 Notes rum. Und ihr seht es halt, ich brauche noch nicht mal über Land gehen. Ne? Das ist halt auch das Schöne, ich kann dann da hinfahren mit dem Boot, um da zu farmen. Gerade mit so einem Schnellboot geht das ganz fix, deswegen wechseln wir jetzt auch mal eben. Statt mit dem lahmen Ding hier.
Aber ansonsten, klar, kann ich natürlich auch über Land. Wie gesagt, da liegen auch immer noch ein paar Nodes, auch hier am Strand, wie ihr jetzt seht. Also hier liege ich gut was rum. Hatte ich jetzt eigentlich den zweiten Jackhammer mitgenommen? Ja, oh Gott. So, und ich habe meine Butze hier Richtung Strand gebaut, beziehungsweise so am Felsen. Also nichts Wildes, das soll doch nichts Wildes werden. Kann auch gut sein, dass uns die definitiv, oder es wird wahrscheinlich so sein, dass sie uns aufgemacht wird. Da seht ihr sie schon. Alexa, stopp. Sorry, Leute. Alexa wollte sich auch mal zu Wort melden. Vielleicht baue ich hier nochmal was neben. Wenn, dann müsste ich mich natürlich jetzt entscheiden, weil... Ach, das ist ein Metallfragment, habe ich vergessen. Weil wenn ich jetzt Werkbank stelle, ist natürlich vorbei. Ich glaube, ich mache hier nochmal was nebenan. Weil ich habe das gar nicht bedacht mit dem Raid-Schutz, dass er ja bald weg ist. Und dann ist so eine Butze hier natürlich ein gefundenes Fressen. Klar. Oder ich müsste halt die Waffen und so alles wieder mitnehmen. Und das Zeug wirklich nur hier reinlegen, wenn ich sage, ich mache einen Militärtunnel. Ich kann das aufwerten hier auf Metall. Metallfragmente. Ich guck mal eben was. Warte, wir gucken eben zusammen. Wie gesagt, von der Größe her reicht das hier aus. Ja, da müssen wir keinen Heckmeck machen. Guck mal eben, inwieweit ich hier noch Dreiecke drum kriegen würde. Vorne würde ich auf jeden Fall noch eine Tür dran kriegen, denke ich. Selbst wenn ich eins hochgehen muss. Gut, das sieht schlecht aus. Das können wir knicken. Ich wollte hier nichts Wildes hinzimmern, nur. Das soll halt echt nur sein, dass wir zum Militärtunnel können. Warte, ich nehme mal einen Jackie mit. Sonst können wir auch ein Stück weiter hinten eine bauen. Boah, wir werden bestimmt Stein finden. Ja, kommt es halt wieder ein bisschen anders als wir gedacht. Aber that's rust. Klar, würde ich die Butze stehen lassen. Die kostet ja nichts, habt ihr gesehen. Mache ich zwei Blechtüren rein. Hätten wir nochmal einen Spawnpunkt, einen zweiten hier. Und ansonsten könnten wir vielleicht einfach hier, wo diese drei Bäume gerade stehen, probieren ein bisschen holzen. Ja, ich könnte natürlich hinten zum Steinbruch weitergehen. Von wegen Ressourcen, aber ich dachte halt, umso näher zum Militärtunnel. Gerade wenn du dann stirbst, dass du schnell wieder da bist am Militärtunnel. Wie, das wird nichts Wildes. Ich überlege gerade, ob ich eine Vierer mache. Oder ob ich einfach nur eine Zweier mache. Also eigentlich reicht eine Zweier, das soll hier den wegnehmen. Ja. Kommt eine Werkbank rein, da kommen dann ein paar, zwei, drei Kisten rein. Ein bisschen Ausrüstung. Vielleicht finde ich ja noch eine Amort-Door, dann kommen die natürlich rein.
Der René, Alter. Ja, dann zeig dich mal, Junge. Gar kein Problem. Ich glaube, ich hole gleich erst Metallfragmente. Leute. Ich nehme jetzt hier eben ein bisschen was mit. Wir fahren jetzt hier eben ein bisschen. Ich hoffe, da liegt was um Steinbruch rum. Ist ja schnell gemacht mit dem Boot. Dann hole ich Metallfragmente ins Deck. Weil es macht ja jetzt wenig Sinn, jetzt hier aus Stein zu bauen, in Stein hier zu verbauen und dann danach gleich auf Metall aufzuwerten. Aber so groß wird die Butze nicht. Und soll natürlich nicht irgendwie für ein Apfel und ein Ei. Für ein Apfel und ein Ei da sein. Weil da wird nichts drin liegen, großartig, außer Waffen halt, Suits, ein paar Spritzen. Wird wahrscheinlich auch nur zwei Ausrüstungssets da lassen. Oder maximal halt die drei, wie gesagt. Und wollte ich dann sagen, ich mache einen Militärtunnel, nehme ich halt nochmal zwei Sets mit und gut ist. Da muss die Bude jetzt nicht zukacken. Na, ja, was geht das wieder los? Ja, mit dem scheiß Viecher, ne? Kriegst du mit dem Jackie nicht gelegt. Feder ist gut. Naja, Seide ist auch gut. Naja. Kürbis habe ich auch noch alle im Inventar. Ich hält. Ja, jede Menge Stoffen habe ich hier auch gestern geholt. 400. Nur durch einmal hier drumherum rennen. Und wie gesagt, jede Menge Ressourcenlagen hier gestern. Ihr seht, sie liegt auch schon wieder da. Zwar nicht so viel wie gestern, aber es liegt ein bisschen was. Also hier auf der hinteren Seite habe ich auch keine Butze gesehen. Militärtunnel. Ich weiß nicht, wie weit der Militärtunnel überhaupt angesagt ist. Ich habe aber auch noch keine großartigen Dauerschüsse gehört, die man ja dann hören würde aus dem Militärtunnel. Ich möchte ihn auf jeden Fall machen, ob es sich jetzt lohnt. Sei mal dahingestellt. Wahrscheinlich nicht vom Aufwand her, weil jetzt haben wir sogar noch eine AK. Was sollte ich da jetzt noch rausholen? Ja, C4 fehlt mir halt. Visier für die Bolt fehlt mir. Und eine Rakete. Alles andere habe ich jetzt. Dank der AK. C4, natürlich zwei C4, Explosive noch dabei. Logisch. Ja, hier ist natürlich die Butze im Schnee. Also mitten im Wasser. Wem die gehört, ich habe keine Ahnung. Alles ist nur so ein verkackter Bot, ey. Okay, wir sneaken uns mal eben. Okay, hätte Waffe für mit. Guck mal ein bisschen näher.
Sei froh, mein Freund, dass ich die verkehrte Waffe mit habe. Im halbautomatischen Gewehr dich runtergeholt. Der René wohnt hier irgendwo in der Ecke. I like it. Gut. Ja, ihr seht, ich habe die ganze Muni verballert. Ich muss zurück zur Base. Außerdem ist die Waffe durch. 100 Schuss, Alter, wer hat sich denn hier in die Tanke gebaut? Dann nehmen wir so Weltschutz drauf, Alter, mit einer Holztür. Ja, es kommt immer anders, wie man denkt. Eigentlich wollte ich mit euch einen Heli-Tower bauen. Aber jetzt kümmern wir uns erst hier um die Ecke. Kann gut sein, dass wir hier ein bisschen Besuch kriegen werden. Mal gucken, ob der René Bock hat. Kann da gerne kommen. Dann nehme ich jetzt mal eben hier eine Ladung Stein weg. Und ein bisschen Metall. Repariere mal meine MP, beziehungsweise nehme eine neue MP mit. Und nehmen zusätzlich noch ein halbautomatisches Gewehr mit. Der wollte bestimmt fahren hier. Ich weiß auch nicht, ob er hier wohnt. Wenn er hier mit dem Heli kommt, wenn das René war, ich weiß es nicht. Aber nach seinem Spruch im Chat hört sich ja so an. Jawohl, die Außenwände kann ich eigentlich aus. Obwohl, die Zwischenwände könnte ich dann aus Stein machen. Ja. Ich lasse ein bisschen Stein hier noch. Aber so die inneren zwei definitiv aus Metall komplett. Das Problem ist natürlich, ich habe jetzt hier auch nur Holzhöhlen drin. Wir müssen uns also auch beeilen. Und der Vorteil ist, die Putze sieht man nicht direkt. So. Halbautomatische, bla bla bla. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas hier lassen kann, soll, muss. Ja, die Sicherung. Und ich brauche den Brennstoff. So. Ja, den Jackie können wir auch hier lassen. Axt, das natürlich. Stoffen können wir auch ein bisschen hier lassen. Das passt schon. Und natürlich die Kürbisse. Und die Spritzen lasse ich hier. Schon wieder dunkel aus. Naja, gut, Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Alles andere in die Kommentare und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder, wenn es hier weitergeht mit dem kleinen Butzenbau da drüben. Haut rein, bis dann. Ciao.